Hallo, hi und willkommen. Mein Name ist Andy Rolping und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Hey, wir spielen Ness und ich will gleich mal den Kampf versuchen. Aber erstmal gucken wir mal hier. Ich habe nämlich, wie machen wir da nochmal hier? Hier letztes Mal nachgeschaut. Ich glaube, ich kann mir so ein paar Dinger herstellen. Ich glaube sogar Level 4. Tempo. Sollte man vielleicht mal machen, ne? Was kann ich mir in ihr herstellen? Irgendwas mit 4 Sternen am besten. Öl Angriffskraft gegen Metallgegner. Warum hast du so einen Kackeffekt wie Ridi? Mein Gott, ich meine, komm schon. Evolution auf Level 99 möglich. Das wäre auch nicht schlecht, ne? Aber ich glaube, ich muss mal irgendwie einen auf Legende rufen wegen Meilenstein, ne? Also nehme ich mal an, wir werden Viridi rufen. Gut, machen wir das. Oh, was? Die muss ich dafür opfern? Oh, das ist aber doof. Nee. Okay, wie wär's, wenn wir das nicht machen? Aber lass mal ein paar Dinger hier entwickeln. Am besten einen auf Level 3, ne? Parasit. John, tun wir die mal hier hochleveln. Ich glaube, wir können mehr als 100 haben. Ich wollte schon sagen, nicht, dass irgendwann Limit erreicht haben und wir können nicht irgendwie weitermachen. Weiter irgendwie so Dinger hier sammeln, weil wir über 100 haben. Gut, dann machen wir die mal auf. Ja, die schon wieder. Ich wollte die eigentlich entwickeln. Weil vielleicht kriegen wir ja diesen einen Effekt, der uns irgendwie rettet. Legende, Ausweichhelfer. Ja, unverwundbar beim Ausweichen. Nee. Ja. Warte, warst du nicht auch Level 3? Egal. Machen wir mal so ein paar Schwächere hier. Auf Level 2. Level 2 auf Level 3 ist eigentlich auch noch recht gut, ne? Hier im Blauen, warum mal ein Blauen mehr defensiv und so, ne? Gut. Evolvierbar. Ah, was? Dann nicht die, wir gerade haben? Oh. ja, das ist natürlich doof. Den haben wir da, glaube ich, auch schon auf Level, was weiß ich. Boah, das ist natürlich jetzt doof. Ich möchte ja nicht schon wieder doppelt haben. Hier machen wir die mal auf Level 99. Boom. Amon Celica. Fire Emblem Echoes. Möchte gern Pflanze, was? Muss man ja auch mal irgendwann mal machen, ne? Oh. Piti Piranha oder irgendwie so, ne? Tyrannia Riese, was? Kampf beginnt als Riesenkämpfer, cool. Einmal Chun-Li, Street Fighter. Wir brauchen alle unsere GP, aber was soll's. Na, sie wird zu die Chun-Li die Wahl kennen. Physische Angriffe. Stärkt gleich Schläge, Tritte, Bisse etc. Cool. Ich interessiert mal, so was sie sich entwickeln. Sie wird bestimmt wie so ein Idol oder irgendwie so was, ne? Ich so ein Gefühl. Okay.
ist hier aus diesen Dings Carnage vom Bad. Okay, Kugelhilfe entwickelt sich bestimmt zu Bonsai-Bill oder so, ne? Okay, was soll's. So, den wollen wir erledigen. Komm. Ey, ich habe noch nicht mal in deine Richtung an. Wem willst du hier eigentlich erzählen? Dass ich dich getroffen habe, ey. Warte du. Oh. Oh, der ist richtig gierig drauf, mich zu töten, ne? Oh, leck mich am. Kannst du mal aufhören, mit jedem Angriff zu treffen? Ja, so, das wollte ich die ganze Zeit machen. Ja, ist dir so gedacht, ne? Der Kampf ist zwar nervtötend, aber nicht unmöglich. Das ist gut. Warte, meine Ultimate ist gleich ready, ey. Mich schon wieder. Ja, jetzt kriegst du auf die Möhre. Hm. Was? Jetzt gerade voll ausgewichen, habt ihr das gesehen? Okay. Oh, das war sehr viel einfacher. Schwert angefangen. Level 3er, je nachdem gegen was man kämpft, sie sind auch nicht mehr so unmöglich, wie sie mal früher waren. Dann liegt wieder an den ganzen Dingern hier, die ich mir geholt habe. Die Wissensjuwelen. Okay. Ah. Ah. Oh, wir haben die ganze Karte aufgedeckt, merke ich gerade. Oder? Wollen wir mal so geneigt spielen. Und wir sind nirgendwo hingekommen. So, wie komme ich jetzt wieder ganz nach links? Ich will so auf die Seite wieder. Wie komme ich denn wieder auf die Seite hier? Nicht von da aus irgendwie. Da oben hin. Nein, da oben. Ah. Muss ja über diese Brücke gehen, genau. Boah. Okay. Okay, danke. So, gehen wir mal ein bisschen backtracken hier. Ich kann nicht da durch. So, da war noch. Ich meine, diese eine Stadt war irgendwie gefüllt mit Level 3 Gegnern. Die knüpfen wir uns jetzt alle vor. Wenn ich dahin finde. Was ist das denn? Sternzepter. Der Gegner steigt mit Sternzepter. Das, oh, das sind drei, vier Gegner. Was soll das? Was? Na, ein Sternzepter hält mich hoch. Idioten. Oh, na warte, bis meine Ultimate fertig ist, ne? Mich sogar richtig hoch, ey. Komm nicht dazu, irgendwas zu machen übrigens, ne? Da kommt her. Ah, oh, da hättest du wohl gerne, ne? Und irgendeiner.
Komm. Er ist so kacke, wenn man gegen mehrere Gegner hier kämpft, ey. Boah, ehrlich. Ah, komm schon. Jetzt zum Glück können die keine Ultimate einsetzen. Ist echt. Nein. Nein, ich habe doch noch geblockt, boah. Diese Pisser. Also nervig. Ey. Boom. Ha. Ja, Noobs. So, boom, hier. Ich kann auch Projektile damit wegschießen, ja. Trotzdem so nervig. Ey. Mal echt sehen, wie so ein Competitive-Spieler irgendwie das hier alles schafft. Ich glaube nämlich nicht, dass das so einfach ist für die. Da kommt her. Einige von euch müssen ja wohl rausfliegen, oder? Ich glaube, ich kann den Angriff ein bisschen lenken. Boah, komm mal einer hier. Geil, was? Ich kann mich hochheilen damit. Ist das nicht geil? Tschüss, boah. War jetzt eigentlich nicht so nervtötend, aber trotzdem. Sobald man gegen mehrere Gegner kämpft. Karlsburg. Echt. So, lass da reingehen. Was auch immer da ist. Hui. Weltreise. Ich habe ich gerade hochgelevelt. Jetzt krieg ich dich wieder. So läuft das doch, ne? Oh, Ausdauer. Wie ein Volleyball. Oh, ich hasse jetzt gegen Samus zu kämpfen. Zeus zu Samus. Oh, wir kämpfen dann gegen sowas, ey. Wir halten einfach nicht still, diese Charaktere, so schick und so. Boom. So. Dann halte ich dir mal an einen Ort. Die hat sogar ihr Ultimate fertig gehabt. So, zählt die als neu? Nö. Da ist natürlich doof. Ist das eine Anlehnung an Street Fighter? Ich glaube ja. Ja, die haben alle Ausdauer, merke ich gerade.
merke gerade sogar Musik dabei. Was ist meine Sprungkraft denn bei jedem Kampf gesenkt? Springen gehört doch zu Street Fighter dazu. Ja, aber nicht. Okay, da ist ein großer Fehler in deiner Strategie. Weil immer wenn ich, Alter, wenn ich blocke, dann kannst du nichts da machen. Ja, genau das meine ich. Ich muss am Boden bleiben, damit das funktioniert mit dem Angriff. Ja, da habe ich mir gerade gedacht. Schon Blanka, Blanka hatte ich auch schon, anscheinend. Dreck. Oh, ich konnte nach rechts fliegen. Ja. Ist genauso wie ein Street Fighter, wenn man irgendwie am Anfang ist. Boah, ich höre auch gerade die Musik, ey. Ich muss mal die Musik irgendwie höher stellen. Kann ich ja nicht. Dreck. Nach ein paar Fall vergesse ich das wieder. Ich will die Musik auch hören. Ich höre die immer erst in den Aufnahmen. Weil im Fernseher so leise ist. Deine Würfe sind stärker. Ich habe den stärksten Wurf im Spiel. Also was zu sagen? Alter, der Angriff macht so Schaden. Der ist immer noch am Fliegen. Er hat gesehen. So, das ist wahrscheinlich ein normales Dojo, ne? Zum Beibringen, ne? Nicht zum Kaufen. Sangief. Ja, super Wurf. Griffe verstärkt, ne? Frigid, grüß dich. Bestimmt russisch. Griffreichweite. Boah, müsst ihr euch mal angucken. Irgendwie Marv in Super Smash Bros. Melee, den seine, der kann einen vom irgendwie 10 Kilometer weit greifen, irgendwie den seine Reichweite hat irgendwie, der, das musst ihr euch mal angucken, das ist voll krasse. Gegner springt nur selten. Wow, das könnte denen sein Verhängnis sein. Balrog. Verarschen. Boah, Junge. Da sind wir ja im Competitive oder was? So nur einen erfolgreichen Angriff nach dem anderen Spams. Weil so lange her, seit ich Street Fighter gespielt habe, muss ich sogar noch an Balrog und so erinnern. Boom. Mein Gott, fliegt ja überhaupt nicht weit. Nein. Ja, jetzt bist du dran. Komm her. Ja, dagegen kannst du nicht blocken, Kollege. Und das war's. Sehr gut. Balrog.
Ja, war das schon damals zu schwer für mich, ey. Boah, warum geht's denn immer weiter nach rechts? Vega. Mein Gott, die ganzen, kann ich an den kann ich mich noch alles erinnern. Wer kommt als nächstes? Wie ist er nochmal? Sagat. Tiger Uppercut. Ah. Gar nicht am Boden. Mein Gott, macht er da? You can't handle this. Geh nach Hause und sei ein Familienmann. Tschüss. Ja, ne, kämpft auch gegen Geil. Warte mal, war gerade die Siegesmusik von Street Fighter? Immer weiter nach rechts. Ja, Sagat. Gegner. Oh. Oha. Nee, hinten, ne. Hey, jedes Mal, wenn ich das einsetze, jetzt auch sein. Muss mich verarschen. Warte mal. WD. Ah, das heilt mich sogar. Oder? Sehr gut. Wäre es noch schön, wenn ich ihn auch Schaden machen würde. Aber ich kriege nicht mit meinem PK Fire. Weil er jedes Mal seinen blöden Hadoken einsetzt. Aber wirklich jedes Mal. Muss er mal irgendwie Schaden machen, hallo? Danke, danke, danke. Ja, diesen Kampf leicht gemacht, nehme ich mal an. Ne? Also was hier? Aber den hier. Was ist das, ein dämlicher Kampf? Eine Idee, ja. Ich dann auch absorbieren. Ey, das ist voll unfair jetzt. Mann. Ich kann da nicht mehr raus. Einfach den hier. So. So, ich springe einfach über dich rüber und mach den. Aber auch nervig. Das ist aber so, als würdest du echt irgendwie online kämpfen mit Street Fighter. Das spammen die auch die ganze Zeit ihre Fernangriffe. Läuft genau so ab. Ich habe viel Erfahrung ab mit so was, aber. Sieht man echt hier gegen einige Geister kannst ja echt kontern. Nicht gut. Ja, da war ein Schaden gemacht, gut. Will ich nur aufpassen, dass ich mit seiner blöden Attacke hier nicht auch rausfliege.
Oh, das ist doch jetzt nicht fair, Mann. So, ich weiß. Oh. Das ist voll unfair. Hey, warum halte ich mich jetzt nicht mehr so stark? Du willst mich verarschen. Der normale Angriff scheint mich irgendwie mehr zu ein als den seinen Super Hadoken. Aber keinen Sinn. Ja, irgendwie schon. Du weißt da was Feuer hier. Feuerhadoken die stärkere Version. Angeblich. Naja. Ja, ich habe eine Idee, wie ich das regel dem. Einfach dafür, dass er sein Nahkampfding einsetzt. Genau das. Weiß nicht, ob der irgendwie darauf reagiert, ob ich mein Schild einsetzt oder so. Das war ja spannender Kampf eigentlich. So. War auf den Kopf getreten. Mein Gott. Was hat ein Dreck. Ey. Helfer? Nö. Okay, M. Bison ist der letzte Gegner in Street. Oh Gott. Der Gegner reflektiert Geschosse. Stärkere Spezialangriffe für Gegner. Ja, toll. Gendorf hat keine Fernkampfangriffe. Dann kann ich mich nicht heilen. Ob die Strategie funktioniert. Was? Ach, das hilft auch nicht. Weil er keine Superrüstung. Au, au. Augs gebracht. Nee, das wird nichts. Hey, wieder gefällt aufstehen, Mann. Ja, okay, den schaffe ich nicht. Okay. Na gut. Wir sind hier mit. Habe ich schon. Oh, ich habe ganz schön viele. Schwer katapultiert werden in der Luft. Weniger Empfang wahrscheinlich. Nahkampfwaffen. Ja. Um da wollte ich irgendwie, ne? Gut. Also mal im Shop und so nachgucken. Fehlt noch nur ein Shop, glaube ich. Nepp und Schlepp. Ach nee, so heißen die Typen, ne? Ja, kaufen wir einfach. Und ja, Juwelen kommen. Oh, ja.
habe ich nicht genug Geld. Ultraschwert. Das ist stärker. Meisterschwert, du hast Ultraschwert. Was ist er denn? Das Skull. Wie aus Dings, ja. Wird aus F-Zero. So wie Captain Falcon. So, wer ist das hier? Pira. Keine Ahnung. Sieht aus wie aus Xenoblade Chronicles. Ja, hier ist aus Fire Emblem. Wo ist? Okay. Antivirus nervt mich jetzt nicht. Mal gucken, ob ich irgendwie eine Dings bekommen habe. Ne. Meilenstein. Du. Okay. Wer ist mit Geld? Ich hab schon genug Geld. 13.000. Dreck. Ja, muss noch warten. Dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge machen wir weiter im klassischen Modus, so wie jedes Mal beim jeden zweiten Part. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Like, Abo, Kommentar und also was. Ciao.